Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Limbo. Wir nähern uns langsam dem Ende zu. Ob und wie wir diese Folge überleben wollen, seht ihr nach dem Intro. Hier also haben wir angeblich aufgehört. Haben wir halt nicht, wir haben da drüben aufgehört, sind aber nicht mehr runtergerutscht. Das heißt, ich darf hier nochmal die Affenschaukel schwingen. Und da ich zufälligerweise nochmal das Video von vorhin angeguckt habe, dürfte ich noch wissen, wie das Ganze funktioniert hat. Dachte ich zumindest. Okay, ich muss also nochmal abtimen, wann ich darüber springen soll. Und auch, wann ich den Schalter drücke. Da steckt also auch ein bisschen Timing drin. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwer, weil ich die letzte Aufnahme vor ungefähr einer Woche habe. Auch die Framerate-Drops kommen wieder, ist doch schön. Das Spiel hat sich alles gemerkt, gehört wohl wirklich zum Programm bei dieser Affenschaukel. Und da haben wir es dann auch schon geschafft. Jetzt nehmen wir noch ein paar Mal kräftig Schwung und diesmal rutschen wir den Berg darunter. Sieht ziemlich steil aus und ich wollte in der nächsten Folge nicht alles vorwegnehmen, was unten passieren wird. Ich weiß das ja selber nicht. Und ich hoffe auch, wir müssen da jetzt schwimmen. Okay. Ist doch nicht so tief. Schauen, ob man das schieben kann. Vielleicht kann ich das Ganze hier in Bewegung setzen und den ganzen Mechanismus ins Rollen bringen. Irgendwas läuft hier falsch. Das ist gar nicht cool. Leute. Also, hier läuft gehörig was schief. Um genau zu sein, sogar fast 90 Grad schief. Also bitte. Gehst du auf? Kann man dich drücken? Macht die Gravitation. Okay, die Gravitation macht ihre Arbeit. Mein Gott. Was passiert hier? Die gesamte Welt überschlägt sich. Ich aktiviere dich einfach mal. Du bist ziemlich fest und ich denke mal, dass dieses Magnetband dafür verantwortlich ist. Und wenn ich dich jetzt wieder aktiviere, damit, schön wie die Lampe da oben mitmacht, damit erhöhe ich ja die Haftreibungskraft, weil zusätzlich zur Erdanziehungskraft noch der Magnetismus wirkt. Und nein, das klappt gar nicht so. Ich muss erstmal da oben wieder den Schalter hochdrücken und da komme ich ja sonst gar nicht hoch. Ich hoffe, das Ding wird jetzt nicht allzu schnell runterrutschen. Doch, natürlich tut es das. Es mag uns nämlich nicht. Uah. Und so wie es aussieht, muss ich es ganz nach oben schieben. Wie lang ist denn der Magnet an, sobald ich ihn ausmache? Gar nicht. Na gut. Dann werde ich dich mal ganz nach hier oben schieben. Und mich jetzt ziemlich beeilen. Na, das wird so nicht funktionieren. Es könnte aber auch eine Stelle geben, an der ich sowohl hoch kann, als auch auf die Leiter springen. Die werde ich wahrscheinlich nur erreichen, wenn ich dich hier oben hinstelle und jetzt ganz schnell hier unten drauf drücke. Das sieht plausibel aus. Das sieht sehr plausibel aus. Das probieren wir doch gleich mal aus. So. Okay, mit diesem kleinen Minisprung werde ich das bestimmt nicht schaffen. Wenn wir gleich nochmal richtig... Okay, ich werde das Ganze ein bisschen nach unten verflachen. Vielleicht reicht das auch schon. Ich teste jetzt einfach mal, ob dieser Leitersprung schon klappt. Okay, von hier immer noch ein bisschen zu wenig. Na, vielleicht gleich mal ein bisschen mehr bewegen. So. Es ist schon ein bisschen Millimeterarbeit, ab wann der kleine Junge, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe, wahrscheinlich habe ich ihm schon drei verschiedene Namen gegeben. Oh nein. Och nein, du willst mir doch nicht erzählen. Dankeschön. Oh, schnell durch. Das wäre jetzt so ein bisschen schade, wenn ich da nicht mehr durchkommen würde, auf der anderen Seite. Und ich frage mich, ob das Ding im Hintergrund gerade einfach nur der Schatten des Riesigen ist, weil wir unseren eigenen Schatten ja nicht sehen können. Ich bringe das hier mal in Bewegung. Hier dreht sich schon wieder alles.
Und ich kann nicht verschieben. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Wow. Okay. Das scheint zu funktionieren. Ich werde die Kiste dann nachher einfach wieder rausziehen. Schwing dich, mein Freund. Okay, das hat mir keiner gesagt. Das Ganze hier befindet sich leider unter Spannung. Da muss ich das Ganze nochmal machen. Tut mir jetzt natürlich leid. Das Ganze einfach. Noch einmal. Schwingen uns hier dran, genießen die Aussicht. Die Szenerie, die Musik, alles, was man hier so genießen kann. Wir werden leider nicht mit Gänseblümchen verwöhnt. Also müssen wir die elektrische Spannung da unten genießen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich sollte hier eigentlich nicht so viel schwingen, wenn über mir... Ja. Zeit zum Ablassen. Das Ganze, die ganze Szenerie dreht sich. Sie dreht sich immer weiter. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Drehen wir uns noch? Ich denke, wir sind zum Stillstand gekommen. Kann ich jetzt hier runterrutschen? Und da unten ist ein Stein. Blockiert uns den Weg. So, okay, da unten geht es gar nicht weiter, aber das Ding wird mir gleich ziemlich zur Last fallen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ding wird laut Kräften der Physik mir gleich schön entgegenstürzen und... Nein, ich konnte nicht drüber springen. Okay, ich glaube, ich habe auch schon eine andere Möglichkeit entdeckt. Der Ausgang da oben, also rechts, also... Ihr wisst schon, der gleich zu sehen ist, der wird sich schließen. Und wenn ich jetzt die Kiste nehme und mich super anstrenge und super beeile, dann müsste ich die eigentlich erreichen können mit dem Ding hier. Oh nein, ich hätte dich ein bisschen weiter schieben sollen. Oh nein, ich hätte dich nicht so weit schieben sollen. Hallo Stein. Ja, ach, das klappt nicht. Okay, ich kann diesen Sprung schaffen. Ich kann mir auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich muss hier also keine Hektik walten lassen. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Schieben wir immer schneller und immer kräftiger, denn der Boden, der ist ja nicht mehr so steil hier dran. Nein, 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 nein! Okay, hier kann man nicht direkt leuern. Also es sieht aus, als ob da vorne jemand, im Gegensatz zum Rest, ein bisschen Öl hingeschüttet hat. Es wird ziemlich glitschig. Ich muss die Kiste sehr gewissenhaft platzieren, damit das Ganze funktioniert. Eigentlich kein Problem, wir sind sehr gewissenhafte Spieler, aber ich meine, es handelt sich um Kisten. Kisten. Stellt euch das doch mal vor. Ich habe hier eine Kiste in der Hand. Kann jetzt ganz vorsichtig... Alles klar. Da hat das auch schon funktioniert und fast hätte ich mir noch die Rübe eingeschlagen. Hallo Lampe, warum gehst du aus? Guck mal, da ist ein Schmetterling. Hui, hui, hu. Hallo. Guten. Okay, ich glaube, der mag uns nicht. Geh einfach mal weiter. Obwohl, was könnte denn da hinten sein? Hm, will ich das rausfinden? Sagen wir... Checkpoint? Sagen wir Checkpoint? Ist das ein Deal-Spiel? Dankeschön. Huhu, Schmetterling! Ja gut. Vielleicht versucht er uns auch nur irgendwas zu zeigen. Geh mal weiter hier rüber. Hier haben wir eine Wiese. Ich glaube, wir haben unsere Schwester gefunden. Aha. Ich habe das Ding jetzt wirklich nicht gesehen. Ist überhaupt nicht beachtet und... Ich will da nicht hin. Wir wissen schon, was da unten auf uns wartet. Da ist ein Abgrund. Oh ja, ich werde dieses Zahnrad benutzen. Und springe wieder hier hoch. Oh je. Wie weit wird uns jetzt dieser Weg wieder zurückführen? Bis zur Lampe. Oh, bitte, bitte geh jetzt nicht aus. Dankeschön. Das wäre schrecklich gewesen. Wenn wir jetzt nochmal praktisch das halbe Spiel zurücklegen müssten. Was passt? Bitte? Bitte was?
Ich habe jetzt irgendwie mit was anderem gerechnet. Sieht sehr schmerzhaft aus. Das sieht sehr schmerzhaft. Okay, das klappt nicht. Oder es klappt nicht so gut. Und oh, das ist immer ekelhaft. Also das hier klappt ziemlich einfach, aber das ist ja drüben. Muss ich nochmal trainieren. Erstmal ein bisschen warten. Ich werde im nächsten Moment drauf springen, indem ich kann. Aha! Okay, das scheint der richtige Weg zu sein. Ja, das wird es wohl sein, definitiv. Kiste, Kiste, Kiste. Oh, Frösche. Ich nenne sie jetzt einfach mal Frösche, weil sie Froschgeräusche machen. Und bitteschön. Enjoy your meal. Ich habe keins mehr. Der andere muss jetzt leider leer ausgehen. Jetzt werde ich einfach mal hochgehen. Ups, ich will hier nämlich über das Zahnrad. Die sind zwar ein bisschen zu groß, aber man kann sich halt nicht beschweren im Leben. Zahnräder sind nun mal groß. Zumindest hier. Will ich das wirklich umdrehen? Interessant, wir haben also die Fließrichtung der Zahnräder geändert. Vielleicht komme ich auch an dieses kleine Geheimnis oder Blob-Ding, das auf jeden Fall Achievements darstellt für Steam. Ich glaube, ich weiß, was ich dafür machen muss. Ich werde es zumindest mal ganz kurz austesten. Okay, das ist in der Tat schwer. Und ich werde es jetzt einfach mal kurz erklären. Man dreht die Zahnlaufrichtung um, im Gegensatz zu dieser jetzt, springt hier nochmal kurz drauf, weil das ja noch kurz nicht in Bewegung ist, kann dann hier hochgehen und das Zahnrad dreht sich so rum, dass wir da hinten zerquetscht werden. Also vergesst es doch wieder, okay. Außerdem gehört das gerade einfach nur als reguläres Rätsel hier rein wahrscheinlich. Na gut, so viel dazu. Ich will aber dieses Geheimnis gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diese Geheimnisse hasse. Ich verabscheue sie. Also wir drehen ein bisschen in die Richtung. Und drehen dann im richtigen Moment wieder um. Jetzt können wir immer das hier machen. Und jetzt hier oben mit drauf. Hat ja schon mal funktioniert. Und weil ich hier nicht eingequetscht werden will, nehme ich, glaube ich, hier die nächste rechts. Das Ding fängt an zu rauchen. Ich sollte mal lieber hier drüben gucken, was es hier Neues gibt. Oh, ein Hebel. Vielleicht mal umlegen. Willst du dich jetzt dauerhaft nach unten bewegen? Wie, das war's. Mehr machst du nicht. Bist du an und aus, okay. Also ich werde jetzt erstmal hier drüben erkunden. Wir scheinen wohl da oben drauf zu müssen, um dann diesen Schalter in Bewegung zu setzen. Ich werde dich jetzt einfach mal nach hier bewegen. Kann ja sein, dass hier nachher alles unter Strom steht. Wird das sehr hilfreich sein? Du bewegst dich eh in meine Richtung, glaube ich. Minimal. Und du hast eine sehr, 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 sehr lange Zeitspanne, in der du dich hier rumbewegst. Also ich muss jetzt wieder den richtigen Moment abpassen, dass... kann eigentlich nur dadurch entstehen, dass ich mir mal angucke, wie schnell das ganze System ist. Durch Zufall werde ich das nicht erschaffen. Okay, genau entgegengesetzt. Jetzt noch eins warten. Okay, das war auch noch viel zu früh. Nochmal komplett anschucken. Also ich verstehe gerade noch nicht, in welchem Moment. Also ich muss ja den richtigen Moment abpassen. Ich das aktivieren muss. Ich denke mal, wenn es bei uns
geradewegs in der Kurve zum Stillstand kommt. Ist eigentlich ein sehr schöner Moment. Und das hat auch schon geklappt. Jetzt springe ich zu diesem Hebel und wir werden heroisch nach unten fallen. Für Sparta! Okay, also die Grundidee war ja schon mal nicht schlecht, dass ich das dann nach vorne stelle. Leider hat es nicht ganz funktioniert. Einmal probiere ich es noch. Okay. Ich habe natürlich vergessen, dass ich dann direkt unter den Hebel fallen werde. Das Ding hat ein Dynamo, ist ja mal cool. Also stellen wir es hier hin. Framerate. Okay, du bleibst da bitte stehen, während ich hier mal erkunde, was da gerade so geflackert hat. Oh, da drüben steht ebenfalls alles unter Spannung. Und dem nicht an seinem Licht müsste ich entnehmen können, dass du aus bist. Jetzt wirst du nochmal angeschoben. Mittlerweile weiß ich ja ungefähr. Schöner Bug, dankeschön. Wo ich ungefähr raus muss. Und jetzt geht's hier hoch. Oh, wie schön. Irgendjemand spielt Dota. Warum auch immer ich das jetzt als Nachricht bekomme. Ich dürfte die eigentlich deaktiviert haben, aber hey. Ich spiele übrigens kein Dota. Falls es irgendjemand interessieren sollte, der zufällig auch Limbo guckt. Dass ich kein Dota spiele. Naja, egal. Ich ziehe auf jeden Fall diesen Hebel. Und... es wäre eine schöne Ausblende. Das wäre so eine typische, richtig böse Ausblende. Und deswegen mache ich hier eine. Bis zum nächsten Mal. Euer Crash.